Wacker Innsbruck ist nach der dritten Niederlage im vierten Spiel endgültig in der Krise angekommen. Mit nur einem Punkt auf dem 9. Tabellenplatz, bereits 9 Punkte von Platz 1 entfernt. Präsident Josef Gunsch findet deutliche Worte. Da sind die Sportlichen jetzt gefordert, weil jetzt ist das Feuer am Dach und da werden wir müssen reden. Ich fordere gar nichts, sondern die sportliche Abteilung ist gefordert, Vorschläge zu bringen, wie man die Situation verändert. Ganz einfach. Die Situation muss sich ändern. Der Trainer Michael Streiter aber noch nicht. Denn lange scheint Gunsch nicht mehr geduldig sein zu wollen. Der Trainer ist seit Dezember im Amt und die haben mit dem Sportdirektor eine Mannschaft zusammengestellt. Jetzt haben wir eben die ersten Partien verloren oder unentschieden gespielt. Da braucht es sicher noch Zeit, um zusammenzuspielen, aber die Zeit rennt sehr schnell davon. Streiter ist sich der brenzligen Situation bewusst, will aber den Glauben an ein Wunder noch nicht aufgeben. Im Fußball weiß man, wie es ist. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann ist der Trainer der dann meistens die Sachen packen muss. Bis jetzt war es sehr ruhig auch noch von der Vereinsseite. Die Bilanz ist natürlich ernüchternd, aber noch nicht hoffnungslos. Wir sind am Anfang und es geht dann im Fußball wieder schnell und das wollen wir natürlich dann auch in diese Richtung bringen. Eine Beurlaubung schwebt wie ein Damoklesschwert über dem 48-Jährigen. Retten kann ihn nur seine Mannschaft. Die Frage bleibt, ob die Geduld von Präsident Gunsch auch eine weitere Niederlage am Freitag gegen den Aufsteiger FAC verkraften würde.